So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel und ja, hatten wir den kleinen Kumpel. So, das letzte Mal, wo wir hier waren, hatten wir gerade hier was mit diese Kleinen zu tun. Und Magneto ist gerade drauf und dran, die ganze Insel ein bisschen in die Lüfte zu erheben, würde ich jetzt mal sagen. Komm her, Kleiner. Oh, das war's wohl schon. Na, ja, noch einer. Ja, ja. So, und wir sind wahrscheinlich drauf und dran, das ein bisschen, ja, würde ich sagen, abzuwenden. Warum wollen wir das machen? Ja. Weil wir es können. Oh, hallo, ich will doch mal Sturm haben. Weil Sturm kann auch schinden. Ich wusste. Tick, 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 tick. Ja, und dann können wir jetzt bestimmt mit Sturmblitz aufladen, irgendwie. Ah, ja. So können wir zumindest. Bist du das? Ja, 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 ja. Shit. Das ist im Prinzip das gleiche wie ja. Und Brutzel! Ja! Komm her, Kleiner! Na komm her jetzt! Ah, auf sie mit Gebrüll! Ihr kriegt alle Elektro-Donner-Shocks! Pikachu for life und so weit! Oh ne! Wir müssen an diesen Kanonen vorbeikommen! Na! Und los jetzt hier! Ach, jetzt auf einmal, oder was? Oh, schön den Strahl auf die erste Kanone gelenkt. Damit war sie relativ. Das ist schon sehr interessant. Auf diesen Schild geht's. Aber vorher ist nicht. Nein, da kriegt die Schlüpfer keine Fäden weg. Nichts. Ah, da oben kann man was rösten. Können wir da oben noch was rösten? Ja. Oh. Schön. Und wir drüben noch was? Nö, gut. Schade eigentlich noch. Wir hätten ja ein bisschen Schweißbrenner spielen können. Hier, guck mal, das ganze Zeug schon ein bisschen demolieren hier. Oh, cool. Ist das geil! Schön, wie die Punkte schmecken, so. Ah, jetzt kommen wir. So, klick, 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 klick. Und das ist wieder was für unsere Elektro-Pussy. Elektro-Pussy, habe ich gesagt. Dö, 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 dö. Und da. Ach, bei dem machen wir auch Strom los. Jetzt machen wir wieder Strom an. Ja, wir können uns einfach nicht entscheiden. Und auf die Dinos mit Gebrüll. Oh, Magneto. Ich sehe, habt ihr schön mit meinen Haustieren gespielt. Ja. Mal sehen, ob ihr auch gerne hier mitspielt. Immer doch. Na los! Einfach mal drauf gehabt. Oh, Rhino. Warum seid ihr mir gefolgt? Ich will doch nur alleine sein. Ah! Und du? Komm her, du kleiner Töte. Oh. Ist klar, du rennst wohl immer nur durch, oder was, hä? Alter. Rennst du auch irgendwas anderes als immer nur hin und her rennen? Freak? Oder möchte ich jetzt hier mit irgendwas abschießen? Ich weiß es nämlich nicht. Keine Ahnung, was ich mit dir machen soll. Da komm her. Rhino, abschießen. So. Naja, Zwickmühle, es ist gut wirklich wahr, ja, Zwickmühle. Da ich gerade ein bisschen. So. So, wir haben Sturm. Ah, guck einer an. Ich muss irgendwas hier zusammenbauen. Ich habe noch keine Ahnung was, aber. Ich baue es schon mal. Klick, 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 klick. Eine riesengroße Kugel. Und was ist das jetzt? Und? Na ja. Auf des Sturms. Na komm her, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt drauf. Komm. Mach was. Ja. Komm. Weg mit dir. Ich drück dich hier gegen die Wand, du kleiner Rhinozerummel. Oh, oh Mann. Es ist noch nicht vorbei. Nee, kommst du jetzt wieder, Herzblatt oder was?
Ein Body Slam auf den Kleinen. Ich muss wohl alles selber machen. Ach komm, hab du kleiner Dino. Was kommt denn jetzt da oben? Sein Schild ist zu stark. Meine Kräfte können nichts ausrichten. Ja, und dann? Wir müssen etwas bauen, das schwer genug ist, um sein Schild zu durchbrechen. Okay, dann bauen wir mal irgendwas, was sein Schild zu durchbrechen stark genug ist. Außer ich gehe vor der... Und, kann ich das jetzt abschießen? Nee, auch nicht. Jetzt. Achso, ich kann jetzt. Komm her. Schnell, schnell, schnell. So. Komm her zu Baba. Und weg damit. Los. Und ruf. Und auf in den kleinen Pimpf. Ich hau dir die Kartoffel vom Kopf, du elender kleiner Zipfelknödel. Komm, du kriegst das Ding gleich nochmal ab, ja. Okay, dann halt nicht. Ah, auf to Round 2. Ja, Pumpf. Und jetzt geht's los hier. Was haben wir jetzt? Eine Bullenkugel. Ach nee, ein Wecker. Ja, wir werden jetzt mit dem Wecker angegriffen. Ja, ja, der Fluch jedes Morgen den Aufstehenden. Ein Wecker. Ja, ja, wenn der auch klingelt, ist die Welt, ja, ich würde das so schön vorbei. Dann kommen wir runter mit dir. Wir müssen eine Uhr bauen. Los, komm. Komm her, du Klingelbaron, du. Und weg damit. Es ist Zeit, dir eine Bau auf die Rübe zu hauen. Komm her und Body Slam. Oh. Hast du auch noch ein paar Gegner oder spielst du nur mit deinen kleinen Lego-Baustein mir gegenüber? Ah, oh, wieder nur diese kleinen Dinos. Ah, mal gucken, was er mit was er jetzt ankommt. Vielleicht kommt er ja mit einem Mega-Dildo an. Und was wird's? Es ist ein Mega-Dildo. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll, aber. Einfach mal drauf, wenn man hier. Ja komm, ja klopft die ganzen Dinger hier ab. Ich stehe dahinter. So, es ist kaputt. Jetzt können wir wieder bauen. Und jetzt werden wir gleich mal sehen, was ist das? Ein überdimensionaler Schläger. Oh. So, jetzt ab mit die Fliegenklatsche hier. Und Body Slam. Oh, was hat er denn jetzt Niedliches? Was wird diese Metallbiegelkanone? Seine Kräfte zu verbessern, oder was? Nun, dann entkräften wir ihn besser mal. Mystique! Natürlich. Das hält sie in Schach. Also, wo ist Magneto hin? Ich sehe schon, eine Steigerung der Höhe bedeutet nicht gleich eine Steigerung des IQ, Benjamin. So, und jetzt sehen wir mal, wie das Teil, was auch immer es ist, steigt mit ein paar Eier unten dran oder so. Hm, okay. Keine Ahnung, wo man das ganze Haufen da unten drunter mitnimmt, aber... Tja, wird schon seine Gründe haben, zumindest verliert er gerade die Hälfte. Abgeschlossen. Ein freies Spiel. Wir haben Mystique freigespielt. Kling. Den Reno. Heute haben wir wieder ein paar Pünktchen dazu gekriegt. Mit denen ich bis heute noch nicht weiß, was wir anfangen können. Aber ist mir auch Jacke wie Hose. Ding, 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 ding. Hey, jo, und damit haben wir wieder mindestens 2 goldene Steine verdient von 250. Jo. Und wir werden natürlich die Geschichte fortsetzen. Tja, ist jetzt die Frage, ist das Bild größer als unser Schiff oder nicht? Ich würde sagen, ja. Loki.
Wir sind da. Nicht gerade ein Palast, aber schon okay. Aha. Bauen wir die letzten Teile zusammen, dann kann ich mich endlich rächen. Du dich rächen? Du meinst, dann kann ich herrschen. Ja, ich versprach mich. Naja, na zum Glück können die sich auch gut miteinander vereinigen, würde ich jetzt sagen. Aber und da liegt ein Stück Schiff. Ach, guck mal, ein Tor. Erinnere mich daran, dass U-Boot-Werfen definitiv keine Attraktion in meinem Star-Center-Geburtspark wird, okay? Aber das Iron-Man-Musical behältst du? Magneto muss büßen. Beruhig dich. Mach uns hier nicht den Hulk. War da nicht hin gerade Mystique oder sowas? Ach nee, Jean Grey. Hallo, Nick Fury. Rufe Nick Fury. Nicholas Fury. Kann ich dir das Shield-U-Boot in Rechnung stellen, das du zu Schrott gefahren hast? Schick sie an Magneto. Wo ist er eigentlich? Auf den wartet noch eine ganz andere Rechnung. Oh, ja. Doom und Loki befinden sich auf einem schwer bewaffneten, schwebenden Asteroiden und basteln an etwas, was wie eine gigantische Superwaffe aussieht. Holen sich diese Typen denn nie einfach mal nur einen Kaffee? Oder spielen Schach im Park? Nö. Ich habe ein neues Flugspielzeug gebaut, das perfekt dafür ist. Ich nenne es... Lass mich raten. Der Stark Jet? Ach ja? Stark Tower, Stark Industries, Stark Land. Irgendwie hatte ich das im Gefühl. Gut. Also, wo ist denn dein Jet? Da. Der ist fett im Central Park geparkt. Wie im Central Park geparkt? Dann sputen wir uns! Ganz ehrlich, ich bin immer noch ganz wuschig im Kopf von unserem Trip in dem fliegenden U-Boot. Lady Liberty hat ein paar Gehirnzellen gelockert. Lady Liberty... So, dann schauen wir mal, wo unser... Ich hoffe, dein Jet ist so gut, wie er klingt, Mr. Stark. Ihr müsst diesen Schurken in den Orbit folgen. Hey, runter. Runter mit dir. Gut, das wollte ich nur. So, du hast doch bestimmt irgendeine wilde Aufgabe, die ich aber jetzt nicht machen werde, weil ich ja nur die Story erstmal spielen will. Erstmal nur die Story. So. Dann geht's ab zum Central Park. No. Boing. Schön, die Gürtel wegschieben. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ein Auto. Wir kaufen uns ein Auto. Ja, ich möchte ein Auto haben. Ich möchte Auto fahren. Auto. Auto. Oh, mach's nicht so spannend. Da. Charaktere kann ich aber auch aussuchen. Ich will aber Auto fahren. Mit was fahren wir denn heute mal? Wir haben einen Bus. Nö, Bus will ich nicht. Tanker will ich auch nicht haben. Was haben wir denn hier? Den Cloud Rider nehmen wir. Natürlich. Weil der cool ist. Und klick. Und weiter geht's. Na los, komm. Lauf, schneller Forst. Lauf, lauf. Und da war was im Weg. Ah, die Kache ist doch die cool. Wo muss ich hin mit dir? Lauf, schneller, mein kleines Mensch. Lauf, lauf, lauf. Kann ich eigentlich noch schießen irgendwie? Irgendwie war das ja. Ach so, war das. Jo, rüber. Ach komm, ich fahr einfach so da hinten drauf. Ja, der Superheld, der alles glatt walzt. So sind sie, die Superhelden von heute. Alles verschrotten hier drinnen. So, war das jetzt hier? Weil hier leuchtet irgendwas hell. So, was hat's denn aber jetzt mit der Aufsicht? Da müsste ich jetzt trotzdem mal, da bin ich jetzt einfach mal neugierig. Scheiße, wieso hab ich's... Bist du ein Mutant? Ich hätte nicht fragen sollen, was das ist. Mutanten, etwas Kooperation bei eurer Vernichtung wäre sehr zu begrüßen. Ja, mit Sicherheit. Verteidigungsprotokolle initiiert. Nö. Jetzt brauche ich irgendjemand, der geil. Also. Nö. Ach. Wo ist denn der dritte hier hin? Na komm her, der dritte will ich haben. Ich will. Oh, ich will. Mann, ich will doch einfach nur Tor haben. Hab ich überhaupt Tor mit hier? Nee. Das könnte erklären, warum ich. Das brauche ich. Irgendjemand. Achso.
Renette? Entschuldigung, bist du ein Mutant? Nee, nicht wirklich. Aber muss ich auch nicht sein, oder? Mutanten, etwas Kooperation bei eurer Vernichtung. Ach, du gehst mir gerade mörderisch auf den Zeiger. Ja, Freunde und Züge. Entschuldigung, bist du ein Mutant? Nein, bin ich nicht. Ich brauche also jemanden Großen, das ist schon mal soweit amtlich. Irgendjemand Großes brauche ich erstmal. Mutanten, etwas Kooperation bei eurer Vernichtung wäre sehr zu begrüßen. Na, los, komm jetzt daher. Wir kriegen jetzt so was Großes hier, verdammt. Oh. Wenn ich jetzt wüsste. Ah, da ist doch was. Da kriege ich doch jemand Großes her. Na los, komm, 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 komm. Brauche jemand Großes. Oh, wir können auch noch schon mal Weihnachten feiern. So. Jemand Großen, Hulk. Hulk reicht mir vollkommen aus. Oh, komm her, Baby. Umf. Und jetzt? Oh ja! Mein Gold, mein Gold, mein Gold, mein Gold. Mutanten, etwas Kooperation bei eurer freigeschaltet. Sentinel Mutant, etwas Kooperation. Dann habe ich ihn jetzt ja freigespielt. Also, kann ich wieder was mit dem Kleinen machen oder was? So, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier feines freigespielt haben. Feini, feini, feini. Und ich würde sagen, wenn ich mir immer auf die Uhr gucke, das machen wir dann im nächsten Port, was wir ja freigespielt haben. Also, bis dahin. Tschüss, euer kleiner Kumpel.